Schon Helmut Schmidt war der Meinung, dass heute mehr Gefahr von den USA als von Russland ausgeht. Und das dürfte nach den US-Präsidentschaftswahlen, wenn im Weißen Haus entweder ein Halbverrückter oder eine Marionette der US-Rüstungslobby regiert, nicht viel anders werden. Aber das Verhältnis zu Russland und die Kriegsgefahr ist leider nicht der einzige Punkt, bei dem die politischen Uhren rückwärts ticken. Und ich muss schon sagen, ich finde es ebenso bezeichnend wie traurig, dass der Teil Ihrer Regierungserklärung, der sich eigentlich mit den Ergebnissen des Europäischen Rates letzte Woche beschäftigen sollte, dass der mal eben von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Wegschweigen, aussitzen, bloß nicht über Veränderungen reden. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass das Ihre Schlussfolgerungen aus der aktuellen Krise sind. Der französische Ökonom Piketty hat doch recht, wenn er Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, eine wesentliche Mitverantwortung für den Brexit und auch für zunehmenden Nationalismus andernorts gibt. Ihre ständigen Alleingänge haben den europäischen Zusammenhalt ebenso wenig gestärkt wie die Besserwisserei, mit der die deutsche Regierung versucht, ganz Europa auf die Linie der deutschen Wirtschaftspolitik zu bringen. Halten Sie doch endlich einmal inne und überdenken Sie Ihre Politik, bevor es ganz zu spät ist. Das geeinte Europa, Verständigung und Zusammenarbeit zwischen jahrhundertelang verfeindeten Völkern, ein europäisches Sozialmodell als Alternative zum entfesselten Kapitalismus, das war einmal ein großes, ich würde sagen, ein großartiges Projekt. Es geht längst nicht mehr darum, ob dieses Projekt eine Zukunft hat. Es geht darum, ob es wieder eine Gegenwart bekommt. Denn die europäische Integration hat sich doch längst ins Gegenteil verkehrt, in ein Projekt zur Entfesselung der Märkte und zur Aushebelung der Demokratie, das europaweit die Prekarisierung der Arbeit und den Abbau sozialer Leistungen vorantreibt. Die Wachstumsraten sind heute in den meisten EU-Staaten niedriger und die Arbeitslosigkeit höher als vor Einführung des Binnenmarktes. Und Ländern, in denen jeder zweite Jugendliche keinen Job und keine Perspektive hat, werden mit kaltem Ehrgeiz Kürzungsprogramme diktiert. Ein Ehrgeiz, der die EU sofort verlässt, wenn es zum Beispiel darum geht, den Steuertricks von Apple, Google und Co. endlich die Grundlage zu entziehen. Und die haben nun, weiß Gott, für öffentliche Defizite mehr Verantwortung als angeblich generöse Sozialprogramme. Überall in Europa wächst die Ungleichheit. Und zwischen schamlosem Reichtum am oberen und hoffnungsloser Armut am unteren Ende lebt eine schrumpfende, abstiegsgefährdete Mittelschicht, die sich politisch im Stich gelassen fühlt. Und die Zustimmung zur EU, die geht doch nicht deshalb zurück, weil irgendwelche Nationalisten Stimmungen schüren. Die Zustimmung geht zurück, weil die Mehrheit schlicht keinen Grund hat, sich für eine EU zu begeistern, die ihren Wohlstand verringert und ihre demokratischen Rechte aushebelt. Und die agilsten Gegner Europas, die sitzen heute in Brüssel. Es ist ja nicht bekannt, ob Marine Le Pen Herrn Juncker inzwischen für ihre Frexit-Kampagne verpflichtet hat als Mitarbeiter, aber er ist definitiv ihr bester Mann. Die Stimmen in Großbritannien waren kaum ausgezählt, als Herr Juncker noch einmal bekräftigte, dass das Handelsabkommen CETA ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt werden soll. Inzwischen hat die Kommission den Mitgliedstaaten zwar großzügig das Recht zur Ratifizierung eingeräumt, allerdings ist das wieder nur ein Täuschungsmanöver, weil sie das Abkommen ja vorläufig schon in Kraft setzen will. Und ich hätte schon gern von der Bundesregierung gehört, wie sie zu dieser erneuten Unverschämtheit unserer Brüsseler Antidemokraten steht. Und das ist ja nicht alles. Wenige Tage nach dem Brexit entschied die EU-Kommission, dass mutmaßlich krebserregende Pflanzengift Glyphosat für weitere anderthalb Jahre zuzulassen. Und das Defizitverfahren gegen Portugal und Spanien soll trotz Krise verschärft werden. Ignoranz gegenüber demokratischen Rechten, Einknicken gegenüber der Wirtschaftslobby und Gleichgültigkeit gegenüber einer perspektivlosen jungen Generation. Also ich finde, deutlicher als mit diesen drei Entscheidungen konnte man in der kurzen Zeit seit dem Brexit wirklich nicht demonstrieren, all das, was die Menschen an der EU abstößt. Und ich denke, wer nicht will, dass Europa endgültig zerfällt, der muss doch spätestens jetzt auf einen sozialen und demokratischen Neubeginn setzen. Für ein Europa, das die Menschen wieder begeistern kann und in dem Referenden nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern als normaler Bestandteil der Demokratie. So ein Europa wollen zumindest wir als Linke, gerade weil wir nicht wollen, dass die Geister der Vergangenheit
über unsere Zukunft bestimmen. Großartiges Projekt. Es geht längst nicht mehr darum, ob dieses Projekt eine Zukunft hat. Es geht darum, ob es wieder eine Gegenwart bekommt. Denn die europäische Integration hat sich doch längst ins Gegenteil verkehrt, in ein Projekt zur Entfesselung der Märkte und zur Aushebelung der Demokratie, das europaweit die Prekarisierung der Arbeit und den Abbau sozialer Leistungen vorantreibt. Die Wachstumsraten sind heute in den meisten EU-Staaten niedriger und die Arbeitslosigkeit höher als vor Einführung des Binnenmarktes. Und Ländern, in denen jeder zweite Jugendliche keinen Job und keine Perspektive hat, werden mit kaltem Ehrgeiz Kürzungsprogramme diktiert. Ein Ehrgeiz, der die EU sofort verlässt, wenn es zum Beispiel darum geht, den Steuertricks von Apple, Google und Co. endlich die Grundlage zu entziehen und die in Krise sind. Der französische Ökonom Piketty hat doch recht, wenn er Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, eine wesentliche Mitverantwortung für den Brexit und auch für zunehmenden Nationalismus andernorts gibt. Ihre ständigen Alleingänge haben den europäischen Zusammenhalt ebenso wenig gestärkt wie die Besserwisserei, mit der die deutsche Regierung versucht, ganz Europa auf die Linie der deutschen Wirtschaftspolitik zu bringen. Halten Sie doch endlich einmal inne und überdenken Sie Ihre Politik, bevor es ganz zu spät ist. Das geeinte Europa, Verständigung und Zusammenarbeit zwischen jahrhundertelang verfeindeten Völkern, ein europäisches Sozialmodell als Alternative zum entfesselten Kapitalismus, das war einmal ein großes, ich würde sagen, ein großes. Wir haben nun, weiß Gott, für öffentliche Defizite mehr Verantwortung als angeblich generöse Sozialprogramme. Überall in Europa wächst die Ungleichheit. Und zwischen schamlosem Reichtum am oberen und hoffnungsloser Armut am unteren Ende lebt eine schrumpfende, abstiegsgefährdete Mittelschicht, die sich politisch im Stich gelassen fühlt. Und die Zustimmung zur EU, die geht doch nicht deshalb zurück, weil irgendwelche Nationalisten Stimmungen schüren. Die Zustimmung geht zurück, weil die Mehrheit schlicht keinen Grund hat, sich für eine EU zu begeistern, die ihren Wohlstand verringert und ihre demokratischen Rechte aushebelt. Und die agilsten Gegner Europas, die sitzen heute in Brüssel. Es ist ja nicht bekannt, ob Marine Le Pen Herrn Juncker inzwischen für ihre Frexit-Kampagne verpflichtet hat als Mitarbeiter, aber er ist definitiv ihr bester Mann. Die Stimmen in Großbritannien waren kaum ausgezählt, als Herr Juncker noch einmal bekräftigte, dass das Handelsabkommen CETA ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt werden soll. Inzwischen hat die Kommission den Mitgliedstaaten zwar großzügig das Recht zur Ratifizierung eingeräumt, allerdings ist das wieder nur ein Täuschungsmanöver, weil sie das Abkommen ja vorläufig schon in Kraft setzen will. Und ich hätte schon gern von der Bundesregierung gehört, wie sie zu dieser erneuten Unverschämtheit unserer Brüsseler Antidemokraten steht. Und das ist ja nicht alles. Wenige Tage nach dem Brexit entschied die EU-Kommission, dass mutmaßlich krebserregende Pflanzengift Glyphosat für weitere anderthalb Jahre zuzulassen. Und das schon Helmut Schmidt war der Meinung, dass heute mehr Gefahr von den USA als von Russland ausgeht. Und das dürfte nach den US-Präsidentschaftswahlen, wenn im Weißen Haus entweder ein Halbverrückter oder eine Marionette der US-Rüstungslobby regiert, nicht viel anders werden. Aber das Verhältnis zu Russland und die Kriegsgefahr ist leider nicht der einzige Punkt, bei dem die politischen Uhren rückwärts ticken. Und ich muss schon sagen, ich finde es ebenso bezeichnend wie traurig, dass der Teil Ihrer Regierungserklärung, der sich eigentlich mit den Ergebnissen des Europäischen Rates letzte Woche beschäftigen sollte, dass der mal eben von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Wegschweigen, aussitzen, bloß nicht über Veränderungen reden. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass das Ihre Schlussfolgerungen aus der aktuellen